Kategorie Mein Land nie aus. Ich habe das Ding jetzt schon, keine Ahnung, mindestens zwei Tage hier dran laufen. 1300 Amperestunden, Wattstunden haben wir schon reingedrückt, bevor ich hier das nochmal rausgezogen hatte, und 1,2 Kilowattstunden kommen nochmal dazu. Also sind wir jetzt bei 2,5 Kilowattstunden, was wir aus dem Netz gezogen haben. Was dann hier mit einem Powerfaktor zwischen 0,72 und 0,8, je nachdem wo die Spannung auf dem Netz ist, dann über den REMF-Charger in den Akku hier reingeht. Und jetzt habe ich mal in die App geguckt und habe die Einstellung gefunden, dass man die Batterie separat in den Lademodus setzen kann und auch separat in den Entlademodus und auch beide Modi parallel anlassen kann. Und bis jetzt, also bis zu den 88% Ladung hier, war es original eingestellt gewesen, also dass der Schalter auf Entladen und Laden gewesen ist gleichzeitig. Und dann habe ich den Schalter umgestellt und, naja, wie soll es anders sein? Der REMF-Charger hat sich dann anders verhalten. Ich setze es jetzt nochmal zurück. Ich schalte jetzt praktisch nochmal den... Komme ich überhaupt raus, während ich hier euch aufnehme? Scheiße. Okay. Merkt euch mal, wie jetzt das Geräusch ist und die Spannung hier. Und wie jetzt das Geräusch ist und die Spannung. Also jetzt in dem Modus, dass ich Laden und Entladen parallel anhabe, haut er mehr Ampere in den Akku rein und die Spannung geht nach unten. Und ich muss jetzt in mich so ein bisschen hineinschmunzeln, weil ich habe laienhaft immer so ein bisschen behauptet, der REMF-Charger wirkt während des Betriebes so, als wenn er entlädt. Und die Back-EMF-Pulse, die hier immer abwechselnd kommen, die erkennt die Elektronik wahrscheinlich als Entladung an. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt überhaupt was gebracht hat, hier mit REMF-Charger den Akku so zu laden, wenn da so eine Elektronik noch davor ist, mit Halbleiterelementen, die mein Back-EMF killen können. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Einstellung das jetzt optimal ist, ob der Strom wirklich so an die Batterien gegangen ist, die vom REMF kamen, oder ob die Elektronik hier in dem Akku die Pulse einfach nur gefressen haben, die eigentlich für den positiven Effekt sorgen sollten. Wir werden sehen. Ich lasse die jetzt mal noch, wie lange lasse ich die jetzt noch laden? Mal schauen. So, ich schalte jetzt die Batterie hier aus. Ich möchte schlafen gehen und ich möchte ruhig schlafen, weil ich glaube, das ist gar nicht so ungefährlich, was ich hier mache. Ich habe Erfahrung damit, LiFePOS-Akkus direkt zu laden. Ne, da weiß ich, was passiert, aber ich komme nicht umhin, hier das Ding mal aufzumachen, in die Elektronik mal reinzugucken. Da kann ich jetzt nicht so richtig vertrauen, muss ich sagen. Wir lassen das jetzt mal bei den 88%. Wir haben den Referenzwert von 2,5 Kilowattstunden, weil es reingegangen sind. Ich nehme den Powerfaktor so Pi mal Daumen als Wirkungsgrad und... Ach nee, wir haben ja hier vorne eine Volt- und eine Ampere-Anzeige und in der App stehen ja auch noch die Watt. Von daher können wir es ja hochrechnen, wie viel Watt hier reingegangen sind dann. Und dann haben wir ja ungefähr den Wirkungsgrad und mal gucken, ob wir dann auch so viel Wattstunden wieder rausziehen können. Ich bin gespannt. So. Ladeexperiment jetzt erstmal beendet. Amperestunden zeigt hier an. Kennt sich jemand mit dem Ding hier aus? Weil ich habe das gestern nämlich schon mal dran gehabt. Und da hängt ein Pflanzenlicht dran. Das heißt, es ist dann irgendwann ausgegangen. Heute früh, wo ich aufgestanden bin, stand es bei 56 Amperestunden.
früh um 4 war das gewesen. Und früh um 7 schaltet dann die Lampe ein. Und dann habe ich es halt laufen lassen. Und habe dann erst um 11 wieder rangeguckt und um 11 stand hier drauf 6 Amperestunden. Und jetzt frage ich mich, bis wann zählt das Ding eigentlich? Also bis 99 Amperestunden kann es kaum gezählt haben. Das wäre jetzt krass, da hätten wir ja jetzt 130 Amperestunden rausgezogen ungefähr. Ich vermute mal, dass das Ding bei 60 Amperestunden abgeschalten hat. Auch wenn es dann eigentlich nicht sein kann, dass ich von um 7 bis um 11 nur 6 Amperestunden verbraucht habe. Also da wäre es mal schön, wenn ich mal irgendwie von euch noch Feedback bekomme. Wer sich mit dem Ding hier auskennt, schaltet das bei 60 Amperestunden, setzt sich das zurück oder bei 70 Amperestunden. Bei 99 Amperestunden kann es sein. Das wäre zu krass. Das wäre zu heftig. Obwohl auch das jetzt schon eigentlich schon ziemlich heftig wäre, weil 60 Amperestunden ist definitiv gestern hier rausgezogen worden. Dafür halte ich meine Hand ins Feuer. Und da jetzt nochmal 31 Amperestunden drauf, sind wir auch bei 91 Amperestunden. Na, so, und jetzt sind wir hier. Gut, die Spannung, die ist nochmal ganz so hoch. Da sind wir jetzt bei noch knapp 11,8, 11,9 Volt. Also ich vermute mal schon, dass die so in der nächsten Stunde zusammenbrechen wird. Es wäre natürlich krass, wenn wir die 100 Amperestunden jetzt noch erreichen würden, weil ich habe sie ja eigentlich nur bis 80% geladen. Gucken wir mal. Juhu, Bingo, das scheint zu passen. Haha, ich freue mich. Bei 65 Amperestunden setzt sich's praktisch zurück. Das ist ja... Ist ja genau dieses Teil. Also bei 65 Amperestunden setzt sich zurück. Das heißt, wir haben 65 Amperestunden drin. Jetzt noch 32 Amperestunden. Moment. Jetzt sind wir bei. Also 65 haben wir schon rausgezogen. Und jetzt kamen nochmal 33 dazu. Hey, da sind wir ja schon bei 98 Amperestunden. Und wir sind noch bei 11,3 Volt. Na gut, okay, die bricht jetzt gegen Ende hin ziemlich schnell zusammen. Bei 8,8 Volt steht ja in der Batterie, soll man abschalten. Aber ich glaube, vorher schaltet schon längst der Wechselrichter ab. Mal gucken, wer zuerst abschaltet. Ich hoffe mal, das Ding hier bleibt an. Das schaltet erst bei 7,2 Volt ab. Huhuhuhu. Es wird knapp. Na komm, die 700 mAh schaffen wir doch auch noch, oder? Ja, das müsste es doch gewesen sein jetzt. Hey. 35 Amperestunden. Aber 614 Wattstunden? Das wäre mir jetzt ein bisschen viel, muss ich sagen. Das wäre mir jetzt echt ein bisschen viel. Also mit den Amperestunden kann ich noch was anfangen. Aber nee, das hat er irgendwie durcheinander gehauen. Das mit den Wattstunden kann ich hinhauen, dass da jetzt bei 35 Amperestunden 600 Wattstunden, 615 Wattstunden hier stets rausgehauen hat. Hier können wir ja nur 1280 Wattstunden, ne? Und das wären ja dann bei dem Durchgang davor mit 65 Amperestunden dann noch viel mehr gewesen. Also wir legen uns jetzt nur mal auf die Amperestunden fest und da haben wir jetzt die 100 Amperestunden erreicht. Die Batterie bricht auch jetzt zusammen. Ihr seht's, jetzt ist gleich vorbei, aber die 100 Amperestunden sind definitiv rausgezogen worden nach diesem Wattmeter hier. Obwohl wir so nur, bis wohin haben wir sie geladen laut App? 80%, 85%.